Danke vielmals, lieber Ewald Feierer. Ich glaube, Sie haben die Theorie, die guten Grundlagen schön aufgezeigt oder vielleicht besser gesagt einen Weg, den wir wahrscheinlich großteils noch zu gehen vor uns haben. Ich darf jetzt nachholen, was ich vorher angekündigt habe, nämlich das gesamte Podium zu begrüßen. Ich freue mich sehr, amtsführende Präsidentin des Stadtschulrates für Wien, Frau Dr. Susanne Brandsteil, hier zu begrüßen. Sie hat uns auch bestätigt, es wurde niemand verletzt und das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Und danke fürs Verspätete, aber danke fürs Kommen. Gleichfalls freut es mich natürlich genauso Nationalratsabgeordnete Frau Magister Helene Jarmer, auch gleichzeitig die grüne Behindertensprecherin, herzlich am Podium zu begrüßen. Danke. Es wird Ihnen aufgefallen sein, wir hätten eigentlich noch eine Dame mehr, die Bildungssprecherin der Wiener Grünen, Frau Magister Martina Wurzer. Sie lässt sich herzlich entschuldigen, ist leider erkrankt und ja, richtet uns allen viele Grüße aus. Sie ist tagtäglich auch mit dem Thema involviert. Die Frau Präsidentin weiß es sehr gut. Ich wurde sozusagen ein bisschen auch gebeten, jetzt nicht zwingend provokant zu sein. Das liegt mir als Lehrer natürlich auch gar nicht. Aber vielleicht doch ein bisschen sozusagen jetzt als Gegenpart auch für die gute Theorie, die Professor Feierer uns dargelegt hat, auf die vielleicht weniger rosige Realität hinzuweisen. Ein kurzer Einstieg dazu. Wir haben 5 Jahre und wenn ich mich nicht verrechnet habe, 10 Tage seit die UN-Konvention 2008 ratifiziert wurde, am 3. Mai 2008. Und Österreich hat sich, wie wir wissen, darin verpflichtet, die in dieser Konvention genannten Rechte umgehend umzusetzen und dies auch gesetzlich beschlossen. Martin Ladstätter ist da, ich freue mich sehr, er hat mir sozusagen erlaubt, ihn zu zitieren. Er hat in seiner Funktion als Obmann des Beratungszentrums Bizeps einen harten Ist-Zustand aufgezeichnet per Mai 2013. Ich darf dies zitieren. Es ist beschämend, mit welcher Gleichgültigkeit Österreich die Umsetzung des völkerrechtlichen Vertrages unterlässt. So Martin Ladstätter, Obmann des Behindertenberatungszentrums Bizeps und ergänzt, weder im Bereich der inklusiven Bildung, der Barrierefreiheit oder der persönlichen Assistenz und dem selbstbestimmten Leben wurden in den vergangenen 5 Jahren Fortschritte erzielt. Und weiter, auch im Bildungsbereich müssen wir auf 5 verlorene Jahre zurückblicken. Noch immer werden in Österreich rund die Hälfte aller behinderten Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen abgeschoben. Die einzig sichtbare Maßnahme der Bundesregierung war das Zusammenschreiben von Absichtserklärungen, genannt Nationaler Aktionsplan. Wir brauchen aber keine Papiertiger, sondern Taten. Diese Bundesregierung ist aber nicht gewillt, die Diskriminierungen gegenüber behinderten Menschen zu beenden, hält Ladstätter abschließend fest. Diesem harten Profund möchte ich die Exkursion, die beiden Damen links und rechts am Podium waren mit in Südtirol. Oswald war mit, hat diese Exkursion in die Inklusionsregion Südtirol, möchte ich an der Stelle fast sagen, geführt. Werden darüber sicher auch noch was berichten können. Ich möchte selbst auch noch einen persönlichen kleinen Beitrag geben unter dem Motto ganz Österreich, nein, ein kleines gallisches Dorf. Es ist nicht gallisch, es ist ein Bezirk in Österreich, in Tirol, Reute, wo Inklusion stattfindet seit mehr als 15 Jahren. Ich war selber dort, habe mir ein Bild davon machen können. Alle Schulen nehmen Schülerinnen und Schüler auf mit egal welchen Beeinträchtigungen, physisch, psychisch, mehrfach beeinträchtigt. Und ich kann euch Ihnen nur berichten, das hat sich auf das Klima genauso ausgewirkt, wie wir es in der Theorie vermuten, wissen einige von euch, von Ihnen, die in inklusiven, wirklich inklusiven Schulen waren. Das ist ein schönes Bild, ein gutes Bild, das allen Beteiligten tatsächlich viel bringt. Liebe Frau Präsidentin, was sind denn die speziellen Herausforderungen einer Großstadt wie Wien? Uns ist klar, Wien ist nicht der Bezirk heute in Tirol, aber trotzdem provokant gefragt, was steht denn sozusagen im Wege, dass wir in Wien in eine Richtung gehen, in die heute sozusagen schon 15 Jahre gegangen ist oder auch die Region, die ihr in Südtirol besuchen konntet. Ihr seid ja da sehr aktiv und ich würde darum ersuchen,
ja, um eine Aufzeichnung des Ist-Zustandes und hoffentlich das Wiedergeben eines fröhlich-optimistischen Ausblicks. Vor allem das Letztere mache ich sehr gerne. Wunderschönen guten Abend. Tut mir leid, die Verspätung kam zu einem Zusammenstoß und eines davon war unser Auto, aber jetzt bin ich da, es hat nur ein bisschen gedauert. Ja, wir waren gemeinsam in Südtirol, vielleicht können wir dann auch noch etwas kurz über Südtirol berichten, weil ich da auch nicht alles ganz so rosig empfunden habe, wie es wir eigentlich gerne hätten. Und weil du gesagt hast, was steht dagegen, dass wir in Richtung Reute gehen? Gar nichts, weil ich glaube, wir gehen in Richtung Reute. Wir haben, um ein bisschen mit Zahlen da Sie zu belasten, wir haben 6.779 Kinder mit einem sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf, wobei wir sicher auch noch diskutieren können, was das heißt, sonderpädagogischer Förderbedarf. Wir haben einen Teil davon in sonderpädagogischen Zentren. Alle unsere Sonderschulen sind ja inzwischen sonderpädagogische Zentren und sehr, sehr viele Kinder das ist natürlich jetzt das Kriterium, in Integration und oder Inklusion an einigen Standorten. Und ich glaube, es wissen alle hier im Raum ja auch, dass alle neuen Standorte Inklusionsstandorte sind. Alle neuen Campusstandorte werden nicht mehr mit Integrationsklassen geführt, sondern nach dem inklusiven Prinzip. Und es sitzt da, wir haben Österreichs ersten Inspektor für Inklusion. Wir haben, viele von Ihnen haben Gerhard Tuschel gekannt als Landesschulinspektor. Er war für Integration zuständig und wir haben, und das war, darf ich sagen, ein mühevoller Weg, das vom Ministerium auch zu erreichen, den neuen Posten als Inspektor für alle Kinder ausgeschrieben. Und nicht speziell für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. So wie der Kollege Ferrer gesagt hat, wir werden ja auch nicht mehr spezielle Sonderpädagogen mit Mascherln bekommen mit der neuen Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Wir brauchen dann auch keinen Inspektor mit Mascherl für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Frage nach den Herausforderungen, es klingt jetzt so profan, aber sehe ich zweierlei. Das Erste, bei allen diesen Maßnahmen ist gerade in den Wiener Pflichtschulen im Kopf viel weitergegangen der Beteiligten. Das pädagogische und ideologische Notstandsgebiet sind vielfach die AHSen. Wir haben österreichweit, aber auch in Wien kaum, und da sage ich jetzt bewusst Integration, weil ja nicht einmal Integration möglich ist in den AHSen. Ich weiß nicht, wie viele in deiner Schule Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind. Ich würde sagen, es wird konvertiert gegen null wahrscheinlich. Und wir haben eine einzige Form in der Strassergasse im 19. Bezirk, wo in einer 9. Schulstufe Kinder die zusätzliche Bedürfnisse haben, auch tatsächlich beschult werden. Das heißt, ab dem Alter von 10 gehören Kinder, die zusätzliche Bedürfnisse haben, der Pflichtschule. Das ist eine Herausforderung und ich glaube, das gehört auch schnellstens und dringend geändert, nicht zuletzt durch die gemeinsame Schule der 6- bis 15-Jährigen. Und das Zweite ist eine Ressourcenfrage. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen es mitverfolgt haben. Wir sind gerade in einer, nun ja, schwierigen Diskussionssituation mit dem Bund bezüglich Dienstposten und Stellenplan. Durch die sogenannte Deckelung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, das heißt, der Bund sagt eigentlich, wie viel Kinderhilfe brauchen dürfen in einem Jahr, gehen uns 498 Dienstposten verloren. Das heißt, wir bekommen zu wenig Unterstützung und Ressourcen durch den Bund für
jede Form von Hilfe und Unterstützung, die Kinder einfach brauchen. Und das ist eine unbefriedigende Situation. Das ist eine ganz, ganz unbefriedigende Situation, besonders bei basalen Kindern. Wir haben ja Kinder mit basaler Beschulung auch in der im persönlichen 10., 11. und 12. Schuljahr, wo der Bund uns lapidar sagt, naja, es hat eigentlich nicht verpflichtet, diese Kinder zu beschulen. Wir haben Schulpflicht nur 9 Jahre alt. Ein großer Fehler übrigens in Österreich, dass wir nur so eine kurze Schulpflicht haben. Und da fühlen wir uns sehr alleingelassen. Aber ich meine, zum Thema Alleinlassen können ja wahrscheinlich viele im Raum noch etwas sagen. Aber da fühlt sich auch die Institution Schule und auch die Schulorganisation alleingelassen. Der Hoffnungsschimmer ist, glaube ich, die sich stark verändernde Grundhaltung in den Köpfen von Menschen, nicht nur von Lehrern, von Menschen. Es bildet sich ab in der neuen Form der Lehrerausbildung, die ich im Prinzip vom Grundgedanken für eine sehr gute halte. Sie haben viele der Überlegungen, Mängel, habe nicht alles gehört, aber wahrscheinlich auch im ersten Teil schon thematisiert. Als ich Lehramt studiert habe, habe ich von inklusiver Pädagogik nichts gehört. Null. Gar nichts. Ist nicht vorgekommen. Es wurde da ja auch nicht inklusiv ausgebildet, sondern sehr exklusiv, wenn man AHS-Lehrer werden wollte, so im Sinn von, weshalb ist das auch notwendig, und ich möchte über meine Pädagogikausbildung eigentlich gar nicht reden, weil es so jämmerlich war. Aber ich glaube, dass sich das sehr viel verändert hat, und ich glaube gerade, dass für eine Stadt wie Wien das auch eine Chance ist, um einfach Inklusion im Alltag lebbar zu machen. Ich danke dir für die Worte. Fasse sozusagen zusammen, wir werden in Richtung Reutte gehen. Ist dein Befund, würde mich sehr freuen. Dort wurde die letzte Sonderschule ja abgeschafft, per 1994 beschlossen, 1997 dann real geschlossen. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich noch einen Weg zu gehen. Den zweiten Befund nehme ich auch gerne mit, und da weißt du, sind wir verbunden. Die AHS ist auch in Reutte übrigens, ich werde das jetzt heute so ein bisschen als meine persönliche Richtschnur mitnehmen, wenn ich darf. Auch in Reutte ist die AHS tatsächlich nicht dabei. Alle anderen Schulen übernehmen ohne Wenn und Aber, und die Kinder haben, egal eben mit welcher Beeinträchtigung, das Recht, in die naheliegendste, im wahrsten Sinne des Wortes, Schule zu gehen. Danke. Wien, gehen wir zum Bund. Ich frage einfach klipp und klar, ich weiß, Helene Jammer setzt sich schon sehr lange Zeit dafür ein, dass Schule, Bildung, das Leben für alle Menschen gleich Teilnahme berechtigt sozusagen wird. Darf ich Sie ersuchen, uns zu erklären, was sind denn so die Widerstände, die es im Bund gibt, warum wir eben hier noch nicht wirklich weit gegangen sind, obwohl, ich wiederhole, 5 Jahre und 10 Tage vergangen sind, seit wir uns dazu verpflichtet haben, die Sonderschulen aufzulösen und Inklusion als einzige Form von integrativen Maßnahmen zu ersetzen. Was ist da passiert in diesen 5 Jahren? Was sind so die Knackpunkte? Naja, bitte um Verzeihung, also dass ich irgendwie jetzt gelacht habe, also wegen dem Mikrofon ganz einfach. Ja, na, wie auch immer, passt. Nun ja, die gehörlosen Personen sehen mich gut, oder soll ich aufstehen? Na, passt. Okay, wunderbar. Einige gehörlose Personen kennen mich, und zwar, ich kämpfe im Bereich Bildung schon seit Jahren. Ja? Das ist wirklich ein Kampf gegen Betonblöcke. Im Vergleich zu den anderen Themen ist es irgendwie, glaube ich, leichter, woanders tätig zu sein. Aber Bildung ist wirklich ein Thema, wo man dauernd auf Barrieren stößt. Ich bin auch im Unterrichtsausschuss. Mir ist aufgefallen, dass Anträge zum Thema inklusive Bildung, Gebärdensprache als Unterrichtssprache und. Bei diesen Themen kam es zu keiner Veränderung, zu keinen positiven Entwicklung.
Vor kurzem gab es einen Unterausschuss zum Thema Bildung. Da haben wir ganz kurz das Thema besprochen und das wurde wieder vertagt. Das heißt, in diesem Bereich hat sich nichts verändert. Was passiert in der nächsten Legislaturperiode, kann ich im Moment nicht sagen. Auch der Punkt, das Unterrichtsministerium hat gesagt, also also die Sonderschule bleibt. Ja, das heißt, also es bleiben zwei parallelen Schulsysteme, hat es geheißen. Und das, mit dem bin ich nicht zufrieden. Das kann ich nicht akzeptieren, weil das natürlich nicht konform ist mit der UNO-Konvention. Die UNO-Konvention verlangt, dass der inklusive Fahrplan vorhanden sein soll. Ja? Behinderte Organisationen verlangen das auch. Wir sollen schrittweise sozusagen in diese Richtung gehen und auch dieses Ziel erreichen. Sonderschulen, ja, das heißt also, Sonderschulkinder sollen aufgenommen, also zuerst also in einen Zentren, die dann inklusiv beschult werden. Aber bis jetzt passiert das nicht. Also ich habe auch gesprochen mit Beamten vom Ministerium. Ich bekomme ausweichende Antworten. Bis jetzt, was Sie gesprochen haben, besagt, dass die inklusive Bildung schrittweise zum Beispiel Fortschritte zeigt in Bezug auf die Lehrerinnenausbildung. Aber im Unterrichtsministerium habe ich noch keine Fortschritte gesehen in Bezug auf die Anpassung der UNO-Konvention. Das ist das eine. Das Finanzministerium, ja, die Frau Fekter hat gesagt, in der UNO-Konvention, also gibt es den nationalen Aktionsplan, der Punkt Bildung ist sehr armselig sozusagen ausgestattet. Ja, das Wort Integration wird verwendet, aber Inklusion eigentlich nicht. Also die Oberstufe wird eigentlich marginalisiert, würde ich sagen. Dazu ist das Geld sozusagen nicht im zusätzlichen Ausmaß vorhanden. Das heißt, jedes Ministerium muss selber schauen, wie es zum Geld kommt. Ja, aber ohne Geld können wir keine wirklichen Reformen schaffen. Also wie Sie auch selbst gesagt haben, also ohne Geld kommen wir nicht weiter. Und diese Situation möchte ich so nicht belassen. Deswegen diskutieren wir auch sehr viel, was die inklusive Bildung bedeutet. Im Sommer wird es auch eine Broschüre geben und auch eine Pressekonferenz diesbezüglich, wie das eigentlich ausschauen wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der inklusiven Bildung, und zwar vom Kindergarten weg bis zur universitären Beschulung. Es gibt ja verschiedene Voraussetzungen und verschiedene Bedürfnisse, die man sozusagen erfüllen muss. Und das ist nun der Grund, warum ich in Südtirol war, um sozusagen die positiven Dinge selber zu sehen. Diese möchte ich aber auch in Wien erleben. Auch meine Kollegin Frau Dr. Breinsteindl war auch da und auch der Herr Felsleitner und Corazza, danke, war auch dabei bei der Reise. Und mir ist auch aufgefallen dabei, ja, das Wichtigste, ja, dass wirklich kein einziges Kind abgelehnt wird, sondern wirklich alle gemeinsam beschult werden. Aus meiner Praxiserfahrung sehe ich also, dass viele Eltern mich kontaktiert haben und gesagt haben, also sie würden gerne das Kind dorthin und dorthin schicken. Das ist aber nicht möglich. Die Kinder werden blockiert, werden Barrieren aufgebaut. Das ist die Praxis, die ich immer wieder erlebe. In Südtirol ist es anders. Jedes Kind hat das Recht auf die Schule und das gefällt mir wirklich. Und das möchte ich, also dass alle das sozusagen dazulernen. Die Einstellung ist auch eine andere. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist für alle alles okay. Ja, bei uns fragt man, schafft das behinderte Kind das und das? Diese Frage stellt sich gar nicht. Die Ressourcen werden zur Verfügung gestellt. Bei uns ist es leider so, dass das Geld eine Rolle spielt. Es gibt also eine Integrationsbegleitung und Integrationslehre. Die Integrationsbegleitung sagt, das ist sowas wie eine Begleitperson, die sozusagen das Kind begleitet. Und es gibt auch Integrationslehrer. Und in der Schulorganisation, die ich auch gesehen habe, zum Beispiel an der AHS, gibt es verschiedene Bereiche, 5 verschiedene Fachrichtungen, zum Beispiel Richtung Kunst oder verschiedene Sprachen,
werden dort betont. Und dort gibt es Lehrer, die wirklich sich überlegen, was das jeweilige Kind braucht, welche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, wie viele Stunden sozusagen ein Kind zusätzlich unterstützt werden soll. Bei uns werden zum Beispiel Kinder nicht gefördert. Höchstens bekommen die Kinder 2-3 Stunden, aber nicht die volle Anzahl von Stunden. Das ist die reale Situation bei uns, leider. Und der Punkt ist, ja, dass es momentan sehr viele Diskussionen gibt zum Thema Inklusion. Das, was der Bund verlangt, ist das, dass der inklusive Fahrplan durchgeführt wird. Dieser soll gehen in Richtung Auflösung der Sonderschule. Danke, wir haben geschwätzt, so wie in der Schule, Entschuldigung. Wir nehmen mit das Geld, das ist ein glaube ich, ganz wichtiges Thema. Das Geld ist in Reute, ich bringe es nochmal auf den Punkt, ich habe Ihnen schon angekündigt, das wird Sie ein bisschen durch den Abend begleiten, auch ein Thema. Wichtig, Helene Jammer hat es angedeutet, Frau Präsidentin hat es auch erwähnt, ist natürlich, dass die Zweigleisigkeit, also das parallele Führen von einem Sonderschulsystem gemeinsam mit integrativen Maßnahmen, inklusiven Maßnahmen, eine sehr, sehr teure Form ist und dass wir hier sozusagen keinen Euro zu verschenken haben, aber ganz klar, das nehme ich gerne mit, Inklusion ist kein Sparprogramm, darf es auch nicht sein. In Reute saßen zur gleichen Zeit neben den klassenführenden Lehrerinnen, auch das waren schon zwei persönliche Assistenzdienste bei den jeweils inklusiv beschulten Kindern herum. Und trotzdem hat man mir gesagt, nebenbei bemerkt, in Reute gibt man nicht mehr Geld aus als im Nachbarbezirk Innsbruck-Land oder in anderen Bezirken. Auch das sozusagen eine sehr interessante, spannende Feststellung. Die Frau Präsidentin war so lieb und hat gesagt, Sie eventuell, Oswald, kannst du dann auch noch ergänzen, ist so freundlich und sagt uns noch was, wie das in Südtirol wirklich war. Da bin ich auch schon gespannt, in diesen Punkten vielleicht auch die Frau Magister Jammer angesprochen hat. Darf ich anfangen und du setzt fort? Also ich möchte nur einen Satz noch zu Reute sagen. Also wenn die AHS nicht dabei ist in Reute, ist es schon ein Etikettenschwindel. Ja, also ich würde mich weigern, Reute als das Paradies zu begreifen zu wollen, wenn sich wieder eine Schulform ausschließt und sagt, das geht mich nichts an und insofern sind es nicht zwei, sondern drei parallele Systeme, zumindestens ab 10. Und zu Südtirol, also so wie in Südtirol will ich es eigentlich auch nicht haben. Wir waren in einer Mathematikstunde, ich glaube, ihr wart in einer anderen Stunde, einer Mathematikstunde, übrigens eine der fadersten Mathematikstunden meines Lebens, die ich gesehen habe, wenn in Wien, man wird es auch in Wien fade Mathematikstunden geben, aber die war es ganz sicher. Abgesehen davon, dass sich der Lehrer ständig verrechnet hat, aber vielleicht hat das auf unsere Anwesenheit zurückzuführen. Die Schüler haben mir nachher gesagt, normalerweise ist es noch schlimmer, wenn wir nicht da sind. Hat das Kind mit, es war ein sowohl körperlich als auch geistig behindertes Kind, ein völlig isoliertes Programm in einem Winkel gemacht. Und es gab während der gesamten Stunde keinen Kontakt zwischen den 17-jährigen Mathematik, Trigonometrie lernenden Schülern und dem Programm, das dieses Kind am Computer gemacht hat, nämlich null. Und als die Pause herangenaht ist, ist dieses Kind, was ich angenommen hätte, auch nicht in Kontakt mit den Klassenkollegen getreten, sondern hat das Pausenbrot, was sie mitgehabt hat, mit einer anderen Begleitung alleine in der Aula gegessen. Also durchaus wichtig ist und begrüßenswert ist, dass alle Schüler in einer Schule da beschult werden, aber die Kommunikation oder das Miteinander umgehen, da haben wir keinen Eindruck, zumindest in unserer Klasse, keinen Eindruck davon bekommen, dass das eine ideale Form des Miteinanderlebens ist. Was
sehr toll ist, und das ist ja übrigens eine der wenigen Forderungen der Lehrergewerkschaft, die ich jetzt sehr gut verstehe bei den Dienstrechtverhandlungen, ist dieser Wunsch nach Support in der Klasse. Also alles, was am Assistance in irgendeiner Form, also Schule sind nicht nur Lehrer, sondern auch eine große Anzahl von Sozialpädagogen, eine große Anzahl von Begleitern. Das ist in Südtirol tatsächlich, hatte man den Eindruck gehabt, sehr gut verwirklicht, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, das kostet Geld. Also wenn man da Inklusion haben will, muss man das einfach investieren, oder man muss überhaupt in Schule aus meiner Sicht investieren für alle Schüler. Schüler sind nicht nur Lehrer, Schule sind nicht nur Lehrer. Aber sozusagen die Idealisierung von Südtirol ist aus meiner Sicht, zumindest aus dem kurzen Einblick, den wir dort hatten, nicht unbedingt gegeben, wohl aber die Intention und die Geisteshaltung. Oswald, vielleicht dazu von eurer Wahrnehmung? Ja, angesprochen wurde ja tatsächlich ein Schwachpunkt, und zwar in der Lehrerausbildung, in der Pädagogenausbildung in Südtirol, die ja praktisch an der Uni nicht stattfindet, sondern berufsbegleitend erst stattfindet. Und ihr könnt euch ja alle vorstellen, wie schwierig es ist, noch dazu mit so speziellen Kenntnissen neben der Arbeit sich fortzubilden. Also das ist tatsächlich ein Schwachpunkt des italienischen Ausbildungssystems der Pädagoginnen und Pädagogen. Ich habe gemeinsam mit ein paar anderen, die mit mir eine andere Klasse an dieser Oberschule in Meran besucht haben, tatsächlich eine viel nettere Klasse erlebt, mit einem autistischen jungen Mann drinnen, eine Geschichtestunde, und wir haben alle gefunden, die Stunde ist vorbildlich abgelaufen. Vorbildlich auch deswegen, weil die ganze Klassengemeinschaft zu diesem autistischen jungen Mann gestanden ist, der zwischendurch einmal aufgestanden ist, weggerannt ist, aber dann wiedergekommen ist, und niemand hat sich davon stören lassen. Weder die Klassenlehrerin noch die Begleitlehrerin für den jungen Mann und schon gar nicht die Klassenkolleginnen und Kollegen. Also das hat wunderbar funktioniert. Ich habe mir auch erzählen lassen, dass die Klasse es als Bereicherung empfunden hat, so jemanden als Mitschüler zu haben. Bei dem anderen Schulbesuch, Südtirol hat ja den Vorteil, dass sie dort eine Gesamtschule haben, wie halt in ganz Italien, und wir haben so eine Gesamtschule in Deutschenhofen, das ist eine Gemeinde in den Dolomiten, besucht, und dort ist uns schon sehr aufgefallen, wie sehr diese Inklusion alle zusammenschmiedet. Und es haben uns übereinstimmend Kinder, Lehrpersonen, die Schuldirektorin erzählt, seit 10 Jahren gibt es diese Inklusion in Südtirol, die so auch gelebt wird, aber seit es dies gibt, ist niemand, also kein einziges Kind, auch in seiner Freizeit, irgendwie Außenseiter. Selbstverständlich werden diese Kinder zu allen Geburtstags- oder sonstigen Feiern eingeladen. Sie sind einfach überall dabei. Die Helene hat zu Recht darauf hingewiesen, es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Und Südtirol, das muss man dazu sagen, steht finanziell sehr gut da. Die Direktorin in Deutschenhofen hat uns erzählt, es war überhaupt kein Problem, mit dem Bürgermeister zu vereinbaren, dass in der Sommerzeit für circa 60.000 Euro die Schule adaptiert wurde, weil behinderte Kinder dazugekommen sind, die besondere auch räumliche Gegebenheiten gebraucht haben. Das war überhaupt kein Problem. Es ist kein Problem, den Transport dieser Kinder zu organisieren, oft in weit entlegene Gehöfte. Das erleichtert natürlich einiges, wenn Geld dafür da ist. Aber, da gebe ich der Frau Staatsschulratspräsidentin recht, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Sie haben schon auch ihre Probleme, und ich habe in der Zwischenzeit war ich ein paar Mal wieder in Südtirol und habe mit Pädagoginnen geredet.
Der Pferdefuß an dem Ganzen ist tatsächlich die Ausbildung des Lehrpersonals. Alle empfinden es als äußerst herausfordernd, ohne entsprechende Ausbildung diese Inklusion auch in der Schule leben und unterrichten zu müssen. Danke vielmals. Auch noch was zu Südtirol oder belassen wir es dabei? Ja, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Gutes Stichwort. Natürlich, will man das Haar in der Suppe finden, dann findet man das auch. In Südtirol anzusehen, was dort gelebt wird und Positives mitzunehmen, das wäre mein Ziel. Also was können wir hier leben? Was mich ärgert in Österreich, dass sich da überhaupt nichts weiterentwickelt oder kaum etwas weiterentwickelt und wir einen Stillstand haben. Diskussion über, haben wir Sonderschule oder haben wir keine? Und wir reden nicht darüber, wie machen wir es besser. Das ist das Problem dabei. In manchen Bereichen, besonders bei gehörlosen Kindern, gibt es Bedürfnisse, die kann man nicht vernachlässigen. Einzelintegration ist nicht möglich. Das heißt, Kinder gemeinsam in eine inklusive Klasse zu geben, wo sie auch in einer Gruppe sind. Und das sollten wir diskutieren. In Südtirol ist sehr bemerkenswert die positive Einstellung gewesen, auch in den Pausen. Die Klasse, die ich besucht habe, hatte 2 Schüler mit Down-Syndrom. Es ging um Literatur und Geschichtsdarstellungen. Die haben also das vor der Klasse präsentiert. Die haben da weder gelächelt noch irgendwie ausgebuht. Also das war eigentlich völlig normal. Ich frage mich, was passiert danach, nach der Schule? Wie ist es denn in der Arbeitswelt? Die Arbeitswelt ist auch inklusiv. Das heißt, behinderte Menschen sind nicht exklusiv berufstätig, sondern inklusiv. Insofern, je nachdem, wie stark eine Behinderung ausgeprägt ist. Es gibt Werkstätten natürlich, aber es gibt sehr viele Menschen, die inklusiv arbeiten. In der Praxis sieht man oft Eltern, die enttäuscht sind, weil sie den Schulplatz ihrer Wahl nicht bekommen. Ein Kind, das nicht behindert ist, kann sich aussuchen, wohin es gehen möchte. Privatschule, staatliche Schule, was auch immer, Alternativschule, möchte ich vielleicht zweisprachig oder vielleicht doch eine andere Sprache, die nicht angeboten wird. Ein behindertes Kind hat das nicht. Schule A oder B und that's it. Nicht einmal kann man sich nicht einmal A und B aussuchen, sondern es gibt nur A. Und das ist der große Unterschied. Das müssen wir abschaffen, dass hier auch eine Flexibilität in der Schulauswahl besteht. Danke. Bevor wir Sie einladen wollen, Fragen zu stellen, vielleicht noch kurz. Oswald hat schön gesagt, die wichtige Frage, und Hetty zeigt uns das ja auch auf in seiner Studie, ist sozusagen die Lehrerinnenbildung. Herr Professor, kurz vielleicht 2, 3 Worte, Anregungen. Erstens, wird die Pädagoginnenbildung neu, so wie sie jetzt konzipiert ist, wie sie eben nicht nach all den Verbänden entspricht und auch nicht nur im elementarpädagogischen Bereich, sondern eben auch unter anderem, was die inklusive Pädagogik anbelangt, nicht sinnvollend oder nicht wunschgemäß konzipiert ist. Erstens, wird sich da noch was tun? Und zweitens, wie kann man sich denn das vorstellen? Pädagoginnen und Pädagogen, die jetzt sozusagen im 10, 20, 30 Jahre langen Schuldienst ist, was wird denn im inklusiven Bereich, gehen wir mal davon aus, die Frau Präsidentin hat recht, wir sind in 2, 3 Jahren ganz, ganz super weit, wir haben die Sonderschulen geschlossen. Wie werden denn unsere Pädagoginnen reagieren? Was kann man mit denen machen? Und was werden die zukünftigen Pädagoginnen denn alles wirklich können? Na, Hellseher bin ich keiner. Ich kann nur Hoffnungen ausdrücken. Die Hoffnung wäre, mit einer geänderten Lehrerbildung vor allen Dingen auf den Bereich auch einzuwirken, der schon genannt wird als eine der grundlegenden Sachen, nämlich auf die Haltungen und Einstellungen. Denn in der jetzigen Lehrerbildung wird alleine durch die Struktur, dass wir Volksschullehrer, Hauptschullehrer, Sonderschullehrer getrennt ausbilden, werden schon hier Segregationsmechanismen verankert. Und sozusagen dieser Ausschlussgedanke und Abschiebegedanke auch schon in der Lehrerbildung selbst ja, gelebt letztendlich. Mit einer Lehrerbildung, wo es in Zukunft Grundstufenpädagogen, Sekundarstufenpädagogen gibt und wo sich alle sozusagen verantwortlich fühlen für alle Kinder, wenn das gelingt, dann können wir Schulen auch leben einmal. In 3 Jahren werden wir es nicht schaffen, aber dann sollten wir mal Schulen leben können, wo eben wirklich alle willkommen geheißen sind und wo nicht gefragt wird, was bringst du mit, was kannst du, und wenn du zu wenig kannst, darfst du eben nicht bei uns sein, sondern geschaut wird, okay, was brauchst du, um dich weiterhin in der Gemeinschaft zu entwickeln. Einerseits dich individuell entwickeln zu können, aber andererseits auch sozusagen verantwortungsvoll in der Gemeinschaft deinen Teil beitragen zu können. Ja. Ich glaube, dort ist noch ein langer Weg, weil eben Lehrerbildung auch letztendlich ja die Grundlagen dafür gelegt hat,
ja, und sie auch so strukturiert ist, wie das Schulsystem strukturiert ist. Und hier ist ein großes Umdenken noch notwendig und ein großes anderes Herangehen noch notwendig. Ja. Über die Formen der Legislaturperiode können wir eher ein viertes Jahr dazugeben. Also hoffen wir, dass die nächste Legislaturperiode vielleicht da auch wirklich was bringt. Aber ich, also gerade auch als Lehrer, und da bin ich ja auch wieder ganz bei dir, wann wir endlich das Trennende überwinden, die gemeinsame Schule als Grundprinzip unserer Denkweise gehen, und verschiedene andere Fragen, da rennt sich manch einer von uns ja schon 20 Jahre den Schädel wund. Aber okay, Optimismus ist notwendig. Vielleicht habe ich nicht gut aufgepasst, was ich nicht verstanden habe. Die Voraussetzung, um optimale Verhältnisse im inklusiven Schulsystem zu schaffen, sind, das ist ein bisschen die Erkenntnis, die diese Exkursion nach Südtirol, quasi, die alle mitgebracht haben, ist eine qualitativ hochstehende Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen. Ob jetzt so quasi die primäre Ausbildung oder sekundär Berufsbegleitung, das scheint dort ein Problem zu sein. Jetzt habe ich vorher, bevor ihr das gesagt habt, vorher vom Herrn Professor gehört, dass es jetzt Ansätze gibt, diesen Gedanken der Inklusion in die Lehrerausbildung einmal zu integrieren, weil sowas gab es bis jetzt ja gar nicht. Ja, also das sind jetzt, oder nur sehr bedingt, weil Sie haben ja auch einmal Lehrerin studiert und haben gesagt, Sie haben nichts davon gehört und Sie sind ja nicht uralt. So gesehen, die Generation ist ja noch hochaktiv, die jetzt im Schulsystem drinnen ist. Und also mich würde jetzt interessieren, wo es jetzt so politisch global so quasi diese Idee gibt, die dahinter steht. Fangt man einmal an, die Lehrer inklusiv auszubilden, was ja hochpositiv ist. Wenn man die dann hat, gibt es mehr Modellregionen als Reutte. Reutte hat auch seine negativen Seiten. Ich meine, jetzt bei aller Wertschätzung ist ein Bezirk, das außer Fern in Österreich, ist sehr überschaubar, diese Gegend dort. Ja, ich meine, es bezieht sich offensichtlich auf Volks- und Hauptschule und das ist es. Ist super, ja, aber man so extrem modellhaft, wenn das Einzige in Österreich ist, weiß ich nicht, muss man es ja nicht gerade belobigen jetzt als Land insgesamt. Aber irgendwie, ich habe jetzt noch keine Idee von dem Plan, den Sie insgesamt, ganz ehrlich, ich karikiere das nicht, sondern bei der Lehrerausbildung habe ich es verstanden, aber was gibt's sonst? Also ja? Der politische Plan, gut. Ja, genau, den erwarte ich mir von so einer Veranstaltung, gut, dass irgendjemand eine Idee dazu hat. Danke, Martin. Also als halber Tiroler muss ich jetzt schon heute auch verteidigen. Also ich finde es toll, was die geschafft haben gegen das gesamte Schulsystem. Aber das ist jetzt nicht meine Wortmeldung. Ich habe drei Fragen. Wie steht es im Jahr 2020 um die Inklusion in Wien? Weil das ist, glaube ich, ein Zeitraum, der lang genug ist, dass man nicht sagen kann, da hätten wir keine Zeit gehabt. Und konkret würde mich interessieren, was ist anders 2020, als wir es jetzt haben? Die zweite Frage ist nur Nachfrage. Habe ich richtig verstanden, dass alle Campus-Standorte inklusiv geführt werden? Und wenn ja, was ist damit gemeint? Ich kenne da noch andere Pläne. Und die dritte Frage ist, können Sie mir bitte auch in diesem Zusammenhang sagen, in welchem Jahr in Wien das letzte Kind neu in die Sonderschule aufgenommen wird? Danke. Bitte. Ja, vielen Dank, okay. Nun ja, also ich bin selbst Vater von einer gehörlosen Tochter, die momentan in einen Kindergarten geht und bald in die Schule gehen wird. Nun, aufgefallen ist mir Folgendes. Dass ich schon weiß, also ja, 2-3 Schulen würden in Frage kommen, aber der Stadtschulrat verlangt, sozusagen fragt nach der Zahl der behinderten Kinder. Wenn die Anzahl der Kinder erreicht wird, dann wird sozusagen die Schule möglich sein für mich zum Beispiel. Wenn zum Beispiel 10 Kinder behindert sind, beziehungsweise 10 Kinder nicht behindert sind und 5 behinderte Kinder sind, dann können sie beschult werden. Wenn ein einziges Kind behindert ist und sich
dieses Kind anmeldet für die Schule, wird es für dieses nicht möglich sein, in diese Schule aufgenommen zu werden, wird sozusagen ausgeschlossen. Im Gegensatz dazu sehe ich ein Beispiel in Reutte, wo jedes Kind aufgenommen wird, egal welche Bedürfnisse das Kind sozusagen hat. Ja, ich meine hier nicht dass so Sonderschule, sondern eine Regelschule. Ja, für mich wäre wichtig sozusagen eine Integrationsklasse beziehungsweise auch eine Lösung für einen Kindergarten. Das heißt, in der Gutenbauer Gasse ist es egal. Der Kindergarten ist offen für alle Kinder, für Gehörlose und für nicht gehörlose Kinder. Aber woanders wird sehr wohl darauf geschaut, wie viele Kinder sozusagen behindert sind. Das ist sozusagen die Bedingung, diese Kinder dann später aufgenommen zu werden. Das heißt, es gibt die Voraussetzung, dass eine bestimmte Anzahl von Kindern vorhanden sein muss. Das heißt, ich muss meinerseits sozusagen alle anderen Kinder fragen, ob diese auch diese Schule besuchen möchten. Wenn ich das nicht schaffe, werden die Kinder dort nicht aufgenommen. Das heißt, die Eltern haben keine Möglichkeit, sich eine Schule auszusuchen aufgrund dieser Bestimmung. Wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Schule haben möchte, aufgrund also des Niveaus, der Qualität, wenn ich diese Schule nicht bekomme, bin ich gezwungen, sozusagen in eine andere Schule zu gehen, wo das Niveau, Unterrichtsniveau viel niedriger ist. Aber so ist der Zustand und mit dieser Situation bin ich nicht zufrieden. Und das System der Zahlen für die Aufnahme gehört abgeschafft und verändert. So, dass jedes Kind das Recht haben sollte, jede beliebige Schule besuchen zu dürfen. Egal, ob das Kind behindert ist oder nicht. Und dafür sollten Ressourcen geschaffen werden und zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel Lernassistenten oder die gleiche Ausbildung haben sollten wie die Lehrer selbst. Danke vielmals. Einen immer noch mit, ja. Muss ich halten? Ja. Ja, also mein Name ist Barbara Weichinger, ich bin Stützlehrerin in zwei Schulen im 15. Bezirk. Also das ist dort, die Bevölkerung dort ist die einkommensschwächste in ganz Wien übrigens. Und ich muss sagen, dass ich erstaunlich wenig getan, und ich bin schon seit 30 Jahren Stützlehrerin. Ja, also ich bin eine Sonderschullehrerin und arbeite als Stützlehrerin. Und es ist leider Gottes so, dass die 20% schwachen, weil die 80% brauchen ja fast keinen Lehrer, ja, dass es einen Unwillen gibt, sich wirklich um die zu kümmern und vor allem um die ganz Schwachen, ja. Und mittlerweile bin ich überzeugt davon, wenn sie das Schulsystem nicht entscheidend ändern, das heißt eine Gesamtschule kommt und es keine Möglichkeit mehr gibt auszusondern, sei es in einer Integrationsklasse oder sei es, weil auch wenn ein Kind in die Integrationsklasse kommt, ist das eine Aussonderung, wenn es von der Volksschule dorthin kommt. Dass das die einzige Chance ist, wenn alle Kinder in eine Schule gehen, weil dann müssen sich Lehrer um die Kinder kümmern, um alle, und können nicht mehr die Kinder loswerden in irgendwo anders hin, wo sie angeblich besser gefördert werden. Ja, also, und ich bin eigentlich enttäuscht, wie wenig sich getan hat in den vielen Jahren, wo ich Stützlehrerin bin, denn eigentlich sind Stützlehrer angetreten, unter anderem auch, ganz am Anfang, um das Schulsystem zu verändern, dass es zu einer Bewusstseinsänderung kommt. Und die kann ich kaum erkennen. Danke für mich. Jetzt werden wir mal eine Zwischenbeantwortungsrunde einlegen. Wer möchte anfangen? Und ich werde mich bemühen, darauf zu achten, dass wirklich alle Fragen beantwortet oder zumindest Lösungswege aufgezeigt werden können. Nicht streiten. Wer möchte anfangen? Die Wiener Sachen überlasse ich dir. Nun gut, das Thema ist ganz klar. Ja, die Unsicherheiten sind vorhanden. Was kommt? Was passiert? Auch im Zusammenhang mit der Gehörlosigkeit, mit den gehörlosen Kindern. Ich kenne die Situation. Es gibt sehr viele Barrieren, wenig Möglichkeiten in Bezug auf Bildung.
Mir ist es ganz klar, ja, dass man die Tür öffnen muss, dass jedes Kind das Recht hat auf die Bildung. Also es geht nicht nur um die Aufnahme, es geht auch um die inklusive Bildung, die sich jetzt verändert, wobei mir das nicht so ganz klar ist, wie die Lehrer wirklich zum Beispiel die Gebärdensprache lernen sollten, die 20 Stunden. Mir ist es nicht so ganz klar, wie. Wenn jemand wirklich also eine Ausbildung haben möchte, so wie in den skandinavischen Ländern, dann braucht man bitte 500 Stunden. Schaffen wir das in diesem Konzept? 20 Stunden? Mir ist das nicht ganz klar. Wie? Gut, Sprachförderung für die Kinder, die brauchen das ja. Für mich wäre es interessant anzuschauen, zum Beispiel in Reute, dass die Kinder aus dem Migrationshintergrund aufgenommen werden und gleichzeitig gefördert werden in deren Muttersprache bis zur Matura. Ja? Das ist eben so ein System. Nicht so wie bei uns, dass die Kinder sozusagen ausgesondert werden. Ja? Ich finde, da sollten wir auch zum Beispiel an gehörlose Kinder denken, wo sie auch sprachlich gefördert werden und begleitet werden, dass sie nicht ausgesondert werden irgendwohin. Das wäre auch ein interessantes Thema, eine Herausforderung, ja, wie man das lösen könnte. Ja, für mich ist der wichtigste Punkt, ich wiederhole es wirklich, also ich möchte endlich etwas machen, ich möchte kein Blabla, ich möchte endlich konkrete Schritte sehen. So, nun gut, jetzt bin ich sehr gespannt auf die anderen Antworten. Danke. Ich kann einmal ein bisschen was über die Wiener Situation sagen. Also zum Thema Kindergarten kann ich nichts sagen, ist nicht mein Bereich. Auch mit den Containern der räumlichen Situation sozusagen gehört mir nicht und da mag ich mich auch nicht einmischen. Alles, was die Zukunft betrifft, ist mir ein Schlagwort eingefallen. Prognosen sind schwer, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Das heißt, ich würde mich sicher hier nicht hinsetzen und sagen, wann das letzte Kind in eine Sonderschule geht. Noch einmal, wir haben keine Sonderschule. Wir haben in Wien zumindest nur sonderpädagogische Zentren. Ich weiß nicht, wann sie in den Bundesländern in eine Sonderschule gehen. Flippig hätte ich jetzt gesagt, dann, wenn es die Eltern nicht mehr wünschen, dass sie in eine Sonderschule gehen. Und es gibt Eltern, die wünschen, dass sie ein sonderpädagogisches Zentrum, auch nicht zuletzt aufgrund der optimalen oder der sehr, sehr guten Betreuung dort, auch der sehr guten Ausstattung. Als politischer Plan haben wir einerseits die Lehrerausbildung, das ist gut und wichtig, so und auf der anderen Seite natürlich auch die räumliche Ausstattung und die Ressourcenausstattung. Und wenn das Thema Einzelintegration schon gefallen ist, Einzelintegration machen wir gerne, wenn wir es uns leisten können. Und ich habe mir notiert das Zitat, Ressourcen müssen geschaffen werden. Das hört sich sehr locker an. Aber sollte es in der nächsten Legislaturperiode dazu kommen, dass die Frau Jarmer in einer Regierungsverantwortlichkeit ist und es schafft, die Ressourcen zu schaffen, nämlich auch die Ressourcen für die Umsetzung zu schaffen, dann, glaube ich, sind wir auch einen Schritt weiter und können das sehr gern weitergeben. Wir haben Einzelintegration, gerade im Bereich der gehörlosen Kinder, aber wir haben sie nicht für jedes Kind, weil es dafür nicht die Bedeckung im Dienstpostenplan gibt. Noch einmal, wenn wir haben real 6,8% an Kinder, die eine zusätzliche Förderung brauchen, gedeckelt sind wir auf 2,7. Da klafft ein Gap da und das ist durchaus auch politische Realität. Und wenn ich nach einem politischen Plan gefragt werde, ist es, schaffen wir eine ressourcenmäßige Abdeckung für alle Kinder, die Hilfe brauchen. Das ist, glaube ich, eine sehr praktische und sehr kurzfristige und insofern auch die Zukunft betreffend eine sehr kurzfristige Möglichkeit der Umsetzung, weil
Die Lehrerausbildung ist das eine. Da denken wir dann immer in diesen jetzt 4,5 Jahren, bis wir neu ausgebildete Lehrer bekommen. Aber wir haben durchaus auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die würde ich übrigens nicht verdammen, weil wir sie auch tatsächlich brauchen. Gerade im Bereich der Sonder- und Heilpädagogik ist das eine sehr, ein sehr wichtiges Studium, auch für unsere Seiteneinsteiger, Lehrerinnen und Lehrer. Also das wäre, ich glaube, dass der politische Plan beruht auf drei Säulen. Erstens auf der Lehrerausbildung, zweitens auf dem Raum und der Infrastruktur und drittens auf einem Dienstpostenplan, der genau das ermöglicht. Über die mentalen Auflösung der Barrieren habe ich, glaube ich, schon ausführlich im ersten Statement gesprochen. Und ich muss nur die Kollegen aus dem 15. Bezirk korrigieren, der 15. Bezirk ist nicht der einkommensschwächste Wien. Es sind 4 weitere, die in der Einkommensschwäche, okay, über dem 15. liegen. Ich sage jetzt nicht welche, aber es stimmt einfach nicht. Und wenn wir mit Zahlen operieren, operiere ich auch ganz gern mit richtigen. Aber natürlich ist auch hier jede Form des Stützsystems auch ja ein politisches Statement. Wir haben das, darf ich erinnern, auch unter Gera, die 2003 sehr stark dieses Stützsystem, jetzt sage ich mal ganz bewusst, ronieren wollte eigentlich, es nicht zugelassen, dass es auf Null hinuntergefahren wird, einfach deshalb, weil wir gewusst haben, wenn wir das machen, dann kommen wir, auch wenn wieder bessere, nämlich politisch bessere Zeiten kommen, schaffen wir vom Null nicht mehr an ein System aufzubauen, sondern wir haben es zugunsten anderer Bereiche oder zu lassen andere Bereiche reduziert. Ich gehe es kurz durch. Ja, was eher inklusiv Campus heißt, nicht Volksschule, Mittelschule, Sonderschule als einzeln geführte, sondern dass hier die Kinder gemeinsam beschult werden, heißt inklusiv Campus. Und das ganztägig. Danke. Noch hier auch kurz ist noch eine zweite Runde. Ich habe auch gehört, Frau Helene Jammer muss dann kurz vor 20 Uhr weg, also versuchen wir das. Ja, nur ganz kurz noch einige Anmerkungen auch zu Fragen und Diskussionsbeiträgen. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist, dass wir schon genau schauen, welche Begriffe wir verwenden und dass eine Gefahr besteht schon, dass wir Inklusion eben sehr schnell statt Integration verwenden, aber eigentlich nicht wirklich weiterentwickeln wollen. Denn bei der Inklusion geht es wirklich um eine Strukturreform. Es geht darum, neue Strukturen aufzubauen. Und ich habe im Bildungsbericht 2009, im nationalen Bildungsbericht, schon darauf hinweisen müssen, dass die Schulentwicklung letztendlich in der Integration seit 2001, 2002 wirklich stillsteht und in den letzten Jahren sogar zurückgegangen ist. Und ein Grund ist eben, dass die Strukturen nicht weiterentwickelt wurden zu inklusiven Strukturen. Und das würde heißen, dass man die Systemfragen angeht. Und das sind natürlich politisch sehr heikle Themen. Sitzen bleiben, abschaffen in unserer Gesellschaft, ja, Noten hinterfragen, jahrgangsbezogene Lehrpläne, wie ich schon erwähnt habe, aber natürlich auch die verschiedenen Schultypen. Und ja, ich habe auch im Bildungsbericht ja viele Maßnahmen auch aufzählen können. Ich glaube, die große Herausforderung bei der Inklusion ist ja nicht nur sozusagen jetzt die Sonderschulen mit auf den Weg zu nehmen, wenn sie geschlossen werden und umgewandelt werden zu einer Schule, sondern wirklich alle anderen mitzunehmen, sich zu öffnen für den Gedanken der Vielfalt. Und da muss ich auch alle Partner mit ins Boot nehmen. Und das wird eine große politische Herausforderung, weil immer die Begrenzung mit den Ressourcen auch ins Spiel gebracht wird. Ich sage auch, die Ressourcenbegrenzung, die ja schon in den 90er Jahren festgelegt wurde und seitdem nicht mehr verändert wurde mit diesen 2,7%, ist ein Hindernis geworden. Es war am Anfang, als die Integration ins Regelschulwesen übergeführt wurde, insgesamt ein groß genuger Ressourcentopf da, aber der ist jetzt schon lange viel zu wenig und in der Integration wird das System letztendlich ausgehungert. Ich glaube, was aber nicht passieren sollte, ist jetzt sozusagen, dass der eine dem anderen die Schuld zuschiebt, weil letztendlich ist diese Deckelung ja nicht ein Diktat des Bundes, es ist eine § 15a-Vereinbarung, die ist politisch vereinbart worden zwischen den Ländern und dem Bund. Die § 15a-Vereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen Ländern und Bund. Freilich ist diese Deckelung eine. Die ist 2008 das letzte Mal abgeschlossen worden, auf 2013 bis 2013. Es wurden damals Strukturmillionen zur Verfügung gestellt für Inklusion zusätzlich, aber es wurde klar vereinbart, dass die 2,7%
bleiben. Und es müsste jetzt, glaube ich, ganz, ganz schnell eben diese Paragraph 15a-Vereinbarung auch angegangen werden und dementsprechend auch Ressourcen mit dem Ziel, inklusive Förderung zu vereinbaren auch. Und das, denke ich mal, sollte der Weg sein, gemeinsam eben dafür zu kämpfen, dass sich die Strukturen verändern können. Das wird es gehen, glaube ich. Und nur das Beispiel noch mit dem Vater des gehörlosen Kindes natürlich, eine ganz optimale, ideale Version wäre natürlich, wenn jetzt jemand, wenn schon klar ist, in der Vorschulzeit, dass in 3, 4, 5 Jahren jemand in eine Schule kommt, in seinem Sprengel, der gehörlos ist, ein Kind, das gehörlos ist, dann hätte die Schule 3, 4, 5 Jahre Zeit, sich vorzubereiten. Und da braucht natürlich auch die Schule die Unterstützung dafür, dass sie das tut. Ja. Ich möchte gerne auf eine Bemerkung der Frau Präsidentin Brandstädel antworten. Und zwar hat sie gemeint, auf die Frage, wann denn das letzte Sonderschulkind in Wien aufgenommen würde, wenn die letzten Eltern das nachfragen. Und da muss ich einfach Nicht nachfragen. Da muss ich einfach als Schulaufsicht aus Kärnten zu diesem Thema etwas sagen, weil es mir ganz wichtig ist, Eltern werden das immer nachfragen, wenn das System es nicht schaffen kann, das, was den Eltern dort geboten wird, auch draußen in den Regionen anzubieten. Und das ist etwas, das ich mir von der Politik erwarte und auch von der Schulpolitik erwarte, dass das, was nachgefragt wird, und das ist in erster Linie die Möglichkeit auf Nachmittagsbetreuung, das ist in zweiter Linie die Möglichkeit auf therapeutische Versorgung und das ist ganz extrem auch das Bedürfnis von Eltern, auf Kleingruppensettings zurückzugreifen, wenn Kinder es benötigen, vor allem im Bereich schwerer behinderter Kinder. Wenn wir diese drei Elemente, wenn wir es schaffen können, diese drei Elemente im Regelschulbereich zu implementieren, dann wird es keine Nachfrage mehr geben, denn Eltern sind nicht von sich aus gewillt, ihre Kinder zu separieren, sondern sie machen das deshalb, weil es keine Alternative gibt. Und der zweite Punkt, der mir dazu noch in der ersten Runde aufgefallen ist und den ich unbedingt kommentieren möchte, ist der Punkt der Finanzierung. Ich komme, wie man möglicherweise hört, aus Kärnten. Wir haben mittlerweile in 5 Bezirken keine Sonderschule mehr, in 5 von 10 Bezirken. Und ich kann nur sagen, wir haben dieselben Budgets in allen Bezirken. Das heißt, das System wird nicht teurer, wenn man es umschichtet. Es ist einfach nur so, dass wir sehr viel in den letzten Jahrzehnten investiert haben in Sonderbeschulung. Das heißt, wir haben wirkliche Schmuckkästen aus Sonderschulen gemacht, die auch sehr, sehr kostenintensiv sind. Ich sage ein Beispiel, um zu wissen, welche Dimension das hat. Ein Landessonderschüler, ja, so heißen die, kostet im Monat 3.000 Euro. Ja, da könnte man relativ viel damit finanzieren, draußen an Unterstützung in den Regionen. Ein Kind auf der Neuropsychiatrie, ein ganz aktuelles Beispiel, ein Asperger-Autist ist nicht in der Lage, eine Schule zu besuchen, kommt in die Neuropsychiatrie, wird dort beschult und kostet am Tag 500 Euro. Man könnte in 3 Tagen eine 1:1 Betreuung für ein ganzes Monat finanzieren. So viel zum Thema Finanzierung, da geht es ganz entscheidend um den politischen Willen der Umschichtung. Danke. Danke. Ich darf ganz kurz von Nationalratsabgeordnete Helene Jammer sozusagen um eine Zwischenverabschiedung bitten, kurz Kommentar, weil sie, wie gesagt, dann leider weg muss. Aber ich glaube, sie können überhaupt die Schlussrunde machen. Weil ich auch. Gut, bevor ich sause, ich muss sagen, die Barrieren im hörenden Bereich sind die Mikrofone. Also ich brauche es ja nicht und deswegen muss ich immer wieder schmunzeln, wenn es mit dem Mikro nicht klappt. Also ich möchte nochmal anschließen zum Thema Sonderschule. Vor einem Jahr war ich bei Zero Project, eine Veranstaltung, eingeladen. Italiener haben erzählt dort, wie das Schulsystem eben im italienischen Raum läuft. Von heute auf morgen hat man einfach die Sonderschulen zugemacht, abgeschafft. Da wurde nicht mal diskutiert. Am Anfang gab es ein Riesenchaos. Die Eltern wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Nur das Interessante war, dass das Ergebnis ist, dass die Schulbildung von behinderten Kindern ein höheres Niveau erreicht hat. Viel mehr behinderte Kinder haben Matura geschafft und auch einen Universitätsabschluss erstrebt. Je nachdem, was angeboten wird in Sonderschulen, haben wir dieses fürsorgliche, niedrig beschulende und wenig fordernde System. Nicht immer, aber sehr oft. Ich weiß, es gibt, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich es auch, sehr gute Angebote.
Swimmingpools, sonstige Hypotherapien, Logopädie, alles am Ort, wo sich die Eltern nicht noch zusätzlich darum kümmern müssen. Das hat das normale Schulsystem nicht. Das muss man sich selbst organisieren. Das ist sicher ein großer Unterschied. Leider ist es so, dass es das eine oder das andere gibt. Aber in Zukunft wäre ein Idealfall eben eine Campusschule, die diese Angebote für alle Kinder anbietet, nicht nur für behinderte Kinder. Denn es gibt ja wohl auch, wie heißt denn das, normales Kind kann ich nicht sagen, aber Kinder, die in einer gewissen Phase vielleicht logopädisches Training brauchen. Und ich denke, wir sollten umdenken, nicht nur für behinderte Kinder anbieten, sondern für alle. Und ich sage das gerne noch einmal. Den Eltern ist es sehr angenehm, Kinder in behinderten Einrichtungen abzustellen. Aber was ist, wenn sie da fertig sind, wenn sie die Schule abgeschlossen haben? Sie müssen normal leben und sind dann inklusiv. Und das Leben geht weiter nach der Schule. Der Vorteil ist ja nicht nur für behinderte Kinder, wenn sie inklusiv beschult werden. Alle Menschen, die mit behinderten Kindern aufgewachsen sind, werden irgendwann erwachsen und wissen, wie sie ticken. Und sie können dann auch sich vorstellen, eine behinderte Person aufzunehmen. Wenn sie da keine Berührungspunkte hatten früher und auch mit behinderten Menschen nie zu tun hatten, können sie sich nicht mal vorstellen, dass behinderte Menschen arbeitsfähig sind. Und diese Sensibilisierungsmaßnahmen, die wir jetzt durchführen, können wir uns dann sparen. Einfach von ganz Anfang an, von null an, ganz normal zusammen aufwachsen, wäre auch die Sozialkompetenzsteigerung für alle anderen. Es ist leider nicht gewohnt. Wir sind segregiert aufgewachsen, ich ja auch, ich war in der Sonderschule und Sie sind auch so aufgewachsen. Aber ich denke, wir brauchen Zeit, bis wir diesen Gedanken verinnerlichen, dass Segregation nicht funktioniert. Und ich sage auch, die Barrieren beginnen in den Köpfen. Und mein Motto ist, Behinderung ist nicht heilbar, aber das Behindern sehr wohl. Und jetzt muss ich leider sausen. Ich hoffe, die Veranstaltung ist nicht die letzte. Ich bin hier am Kern meiner Position. Ich möchte auch auf Bundesebene weiterkämpfen, auch mit Ihnen, Frau Dr. Brandsteidl, als meine Kollegin hier vielleicht etwas weiterbringen in dem Gebiet. Wir brauchen viele Tropfen, um diesen Stein zu höhlen und auch die Unterstützung von Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend. Danke, wir werden diese Schlussrunde jetzt sozusagen einmal weiterspielen, auch in der Hoffnung, dass die beiden links und rechts von mir sehr wohl noch da bleiben werden, um dann noch Rede und Antwort zu stehen. Frau Präsidentin, ich darf dich vielleicht gleich im Anschluss dazu um deine Worte bitten, vielleicht auch noch in trotzdem Beantwortung der meines Erachtens wohlmeinenden Stimme und guten Stimme aus dem Süden. Naja, also bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Kärnten nicht als das inklusive Paradies Österreichs bezeichnen kann. Und auch wir haben wir haben mehr als die Hälfte Bezirke, die keine Sonderschule haben. Aber ich verstehe die Botschaft durchaus, auch die Ressourcenüberlegung. Ich glaube nur, dass bei uns in Wien die Quantitäten schon gerade im Bereich der Schwerstbehindertenpädagogik anders gelagert sind. Auch die Anzahl der Kinder, der basalen Kinder, die beschult werden, wesentlich größere Anzahl ist und sehr, sehr, sehr kostenintensiv sind. Das ist gut so. Wir wissen auch, dass viele Eltern, wenn sie ein schwerstbehindertes Kind haben, ihren Wohnsitz nach Wien verlegen und wir diese Beschulung natürlich durchführen. Bisschen verwehren muss ich mich gegen den Satz, dass nichts weitergeht. Also es geht etwas weiter und den Zeitraum, den ich überblicke, da hat sich, ich habe das am Eingang ja auch gesagt, hat sich schon sehr viel verändert. Zum Thema Mehrstufenklasse, ich glaube, deshalb habe ich es nicht erwähnt, weil es bei uns Normalität ist und weil es für mich kein Thema ist, das jetzt unbedingt so speziell hervorzuheben wäre, warum es nicht nur Mehrstufenklassen ist, auch das ist eine Ressourcenfrage. Es ist eindeutig teurer von den Personalressourcen und wir bekommen einen speziellen Schlüssel dafür. Also Mehrstufenklassen.
Ja, aber das ist eine Frage des Bundes, was der Bundesschulversuch definiert und nicht durch uns. Also sozusagen, wir reißen uns nicht um Schulversuche, ganz im Gegenteil. Wir freuen uns über alles, was nicht Schulversuch ist. Es ist auch jetzt die zentrale Reifeprüfung Schulversuch, deshalb, weil das BMUKK einen Fehler gemacht hat, die Reifeprüfungsverordnung zu ändern. Und das erhöht die Zahl der Schulversuche für die Statistik. Also das allein besagt noch gar nichts. Und das Schulversuch heißt ja auch nicht, dass hier irgendeine andere Form vom sozusagen Nachteil für Kinder daraus entsteht. Mehr. Ich denke ganz kurz, da war noch eine, Entschuldigung, können wir es ganz versuchen, nur ein bisschen strukturieren? Darf ich ja, ganz? Ja, es wird jedes Jahr wieder bewilligt. Ja. Okay. Eine Zusatzfrage bitte aus der zweiten Reihe noch, da brauche ich eine Übersetzung. Wo immer das Mikro jetzt von euch ist. Danke. Ja, ja ich auch. Nun gut, das Thema Mehrstufenklasse, ich möchte etwas dazu sagen. Und wie ich vorher auch erzählt habe, in der ersten Klasse werden die und die Aufnahmebedingungen gestellt. Zum Beispiel, dass eine bestimmte Anzahl behinderter Kinder erreicht werden muss, beziehungsweise überschritten werden muss. Dann dürfen die Kinder aufgenommen werden. Wenn nur ein Kind sich anmeldet, wird er sozusagen nicht aufgenommen. Ich weiß es nicht, also wie die Situation in der Zukunft ausschauen wird. Nun, Perspektivenwechsel, Mehrstufenklasse. Mir ist aufgefallen, ich weiß es nicht, ob ich das richtig verstanden habe, weiß ich nicht. Dort ist es so, beispielsweise, dass wenn ein Kind aufgenommen wird in diese Klasse, sehe ich auch, dass in der zweiten Klasse zum Beispiel 2 gehörlose Kinder sind. In der dritten Klasse gibt es 1 gehörloses Kind und in der vierten 2 gehörlose Kinder. Das ist nur ein Beispiel. Ja? Und die erste und zweite Klasse werden gemeinsam geführt und die dritte, vierte ebenfalls gemeinsam. In der ersten Klasse gibt es kein gehörloses Kind. Nun ja, jetzt möchte ich damit beginnen. Diese Klasse interessiert mich, möchte gerne dort mein Kind anmelden. Trotzdem darf ich das Kind nicht anmelden. Warum? Also der Vorteil ist in so einer Klasse ist das, also dass das Kind zusammenlernen kann, sozusagen mit den Kindern in der zweiten, dritten und vierten Klasse. Ja, das ist das System und das ist das Konzept. Ich möchte gerne nachfragen, ja, vielleicht könnten wir da diskutieren. Darf ich das Kind in dieser Klasse anmelden, obwohl kein einziges behindertes Kind dort ist? Eine Frage in die Runde. Frau Präsidentin, darf man, also im Moment, ich darf es nochmal zusammen, ich nehme mal einfach mit und dieses Anliegen teilen wir, glaube ich, alle voll und ganz. Es muss in Zukunft bedeuten, Inklusion kann es nicht ab einer gewissen Mindestgröße geben. Das finde ich absurd. Ich weiß, dass es im Moment in Wien so ist. Frau Präsidentin weist zu Recht darauf hin, das hängt auch mit den Ressourcen zusammen. Aber dass man sozusagen der Begriff Inklusion und dann eine Gruppe zuerst finden zu müssen, statt eben jedes einzelne Kind, so wie es sie oder er ist, zu behandeln, widerspricht sich völlig. Das nehmen wir mit und das werden wir hoffentlich in naher Zukunft auch so erleben. Jedes einzelne Kind zählt. Na, darf ich abschließend da noch einen Satz dazu sagen, weil ich glaube, die Dolmetscherinnen sind auch am Limit und ich zeitlich auch. Aber es ist mir sehr schwierig, Einzelschülerangelegenheiten von einem Podium aus zu diskutieren. Aber wurde bei der Vorrunde nach dem politischen Ziel von der Frau Deutschlitz gefragt. Das politische Ziel ist schon, zu ermöglichen, dass es zu keiner Beschränkung, keiner zahlenmäßigen Beschränkung im Bereich der Förderung kommt. Und zwar egal, ob ein Kind sogenannte Behinderung oder Nichtbehinderung hat. Man kann Kinder nicht deckeln und man kann Förderung prinzipiell nicht deckeln. Und wenn es dazu ein politisches Bekenntnis gibt, dann ist, glaube ich, die Umsetzung relativ leicht aus meiner Sicht. Und das würde dieses Problem, glaube ich, aus meiner Sicht lösen, fern jetzt vom Einzelfall. Ja, bitte, Herr Professor, noch bitte ein kurzes Schlusswort, weil irgendwie haben wir starke Auflösungstendenzen. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und für die Diskussion hier.
Ganz kurz vielleicht noch einmal, also wenn man Inklusion will und inklusive Schulen will und wenn man die UN-Konvention umsetzen will, muss man Inklusion sehr radikal denken. Das heißt, im Bildungsbereich eine Schule für alle denken, die wirklich niemanden ausschließt, von 6 bis 15 durchgehend. Das heißt, wirklich auch die gymnasiale Unterstufe mitdenken beim Auflösen, nicht nur die Sonderschulen. Und das ist natürlich auch klar, dass das ein sehr radikaler Gedanke in unserer Gesellschaft ist. Das heißt, man muss beim Handeln durchaus auch pragmatisch vorangehen. Aber das Ziel muss klar sein und das Ziel müsste schon sein, man will diese Schule und dementsprechend müssten auch die Strukturen angegangen werden. Darauf zu warten, das ist, glaube ich, von Frau Zörer ja ganz gut angesprochen worden, wenn die Eltern keine Alternativen haben, im Regelschulwesen werden sie immer nach der Sonderinstitution rufen, wenn die Eltern keine Alternative zur gymnasialen Unterstufe haben und sehen, werden sie auch nach dem rufen. Hier eine Schule zu schaffen, die eben wirklich gemeinsam unterrichtet, eine Schule für alle ist, aber auch die individuellen Bedarfe entsprechend berücksichtigt. Und da werde ich wirklich auch seitens der Politik eben es notwendig, die Strukturen und Bedingungen, Rahmenbedingungen Schritt für Schritt aufzubauen. Die Lehrerbildung ist ein kleiner erster Schritt. Ich habe die Kritikpunkte dazu nicht gesagt. Zum Beispiel Kindergartenpädagogen sind rausgenommen worden aus der Lehrerbildung wieder. Also die wirkliche Gleichstellung aller Berufs- aller Pädagoginnen ist nicht erfolgt mit diesem Schritt. Aber es ist auch ein erster Schritt pragmatisch angegangen, der hoffen lässt auf weitere. Dementsprechend muss auch die NMS weiterentwickelt werden und. Danke vielmals. Danke auch von meiner Seite an Sie alle. Podium natürlich mit einbeschlossen. Ich glaube auch, das, was gesagt wurde, ist das Wichtigste. Wir alle, auch ich darf den Gedanken der Frau Stojcic aufgreifen, haben einen Plan zu fassen, einen politischen Konsens zu fassen, nämlich dass Inklusion eben weit über Beeinträchtigungen hinausgeht. Genau das heißt, jedes einzelne Kind in ihrer oder seiner Buntheit, in der Heterogenität hat das Recht auf die bestmögliche individuelle Bildung. Und solange wir dort nicht angekommen sind, sondern weiter separieren auf die eine Art und Weise, sei es in einer AHS und sei es, sorry, in einer Sonderschule, soweit haben wir das Prinzip noch nicht gut gelebt. Und wenn wir da einen politischen Konsens alle miteinander finden, quer über alle Parteien, dann wäre das wie in vielen Fragen im Bildungsbereich, glaube ich, sehr wichtig. Danke bei den Veranstaltungen, dass ihr uns diese Veranstaltung ermöglicht habt.